So, willkommen zusammen bei einem Part Dynasty Warriors. Und ja, in diesem Part gehen, ja, machen wir halt, helfen wir dem Reich Shu, genau, dem Reich Shu, diesen Kampf zu gewinnen. Und wir probieren mal ihn aus, wie er so ist. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nichts Schlechtes entdeckt. Ja, kann man auf jeden Fall nehmen. Hat der auch bei 2? Ich probiere es mal. Ja, er hat auch bei 2. Einmal hier in den Boden stampfen und nochmal in den Boden stampfen. Und ja, im letzten Part haben wir gar nicht das Pferd gebraucht, fiel mir gerade auf. Also fällt mir gerade auf. In dem Part haben wir es jetzt auch noch nicht, noch nicht gebraucht, aber weiß nicht, ob ich es benutzen werde, je nachdem, wo ich hin muss, überall. Aber wenn ihr überall... Ah, Torwächter, komm her. Will mal meinen Special aus der Luft ausprobieren. Ah, okay, er lässt sich einfach zu Boden fallen. So, zack, und genau. Einmal den hier. Da nach oben, und da müsste auch schon unser erster Gegner irgendwo sein. Ja, die Zugbrücke ist oben, sehr schön. Machen wir mal den normalen Special. Jo, gönn dir. Ich will mal sagen, das machen wir bei dem hier. Greif ich ihn? Nein, ist der falsche. Den hier. Ja, genau bei dem hier machen wir das. Und dann ist er auch down. Ah, komm, gib mir deine Waffe. Die restlichen können mir auch noch ein bisschen das Mosho auffüllen, wenn sie wollen. Habe ich auch nichts dagegen. Hey, hey. Nicht während ich angreife, mich hier irgendwie von hinten attackieren oder so. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Ein bisschen Futter natürlich, nehme ich auch gerne mit. Ah, komm. Pferd. Dankeschön. Da drüben ist ein Torwächter. Torwächter nehme ich mir immer mit. Hier. So. Ja, ja. Alles klar. Hey, hey. Immer schön sachte mit jungen Pferden hier. Ja, ja. Genau. Nicht hier übertreiben, also nicht hier ein auf Skiller machen. Bei Skiller bin immer noch ich hier. Und du möchtest gern Cheng Yu, kannst daran auch nichts ändern. Weil jetzt, wenn ich meinen Wutangriff mache. Und dann reiten wir mal hier hin. Ah, da müssen wir jetzt wieder runter, oder wie? Okay, alles klar. Dann reiten wir halt hier nach unten. Einmal mal alles niedermetzeln, was hier so ein bisschen im Weg steht. Müssen wir auch mal ein paar Gegner auf dem Pferd besiegen. Oh ja. Genau. Einmal mal so ein bisschen durch. Da runter, und da ist auch schon ein Torwächter wieder. Und das ging voll daneben, und es sind trotzdem alle hin. Ah, okay. Alle fast hin. Hat trotzdem viel Damage gemacht. Für das ist komplett daneben ging eigentlich. Ist ja auch wieder ein Torwächter oder so. Nein, ich musste nur diese ganzen Gegner besiegen. Da vorne... Ah, der rennt mir schon entgegen.
Bist du? Treffe ich dich? Ja, ich treffe ihn. Sehr gut. Machen wir einmal den hier. Genau, und ein zweites Mal noch und dann müsste er down sein. Und die, die hinter mir sind erst recht. Genau. Dann mit dem Pferd da rein, da war Jiangji, oder wie auch immer. Du kannst eigentlich auch sterben. Könnte er, will er aber nicht. Aha, alles klar. Jetzt weiß man auch, warum man den nicht spielen konnte, weil er sich einfach mal mitten unter Kampf opfert. Ja, da hinten ist er gestorben. Gib mir deine Waffe. Wo ist dieser Typ jetzt? Der müsste da, da irgendwo sein. Hier irgendwo müsste jetzt zumindest einer sein, den ich besiegen muss. Ich werde mich einfach mal zu Boden fallen lassen. Ah, hinter mir. So. Dann machen wir einmal diesen Trick hier. Treffen wir doch Gott sei Dank. Und werfen ihn zurück in die Meute und dann ist er hin. Und jetzt müsste er down sein, weil er das nicht abblockt hier. Zumindest nicht so sehr abgeblockt, dass er es überlebt hätte. Und, oh, okay, die Facehaber der Einheit ist ein bisschen okay. Der hält schon ein bisschen was aus. Und hin. Gibt mir natürlich auch seine Waffe. Einmal Mosche auffüllen. Da vorne müsste schon der letzte Gegner sein. Wir müssen eigentlich eh nur zum Ausgang, aber um zum Ausgang zu gelangen, müssen wir sicherlich diesen Gegner hier besiegen. Schätze ich jetzt einfach mal. Sonst wird sich das Tor nicht öffnen. Deshalb machen wir den Wutangriff, zerlegen hier ein paar Gegner, hauen hier einmal schön von oben drauf, damit er noch ein bisschen Damage kriegt. Ah, der Wutangriff geht ein bisschen daneben. Machen wir einmal noch den hier. Ist er jetzt hin? Alles klar. Ha! Gekontert. Nice Sache. So, Gold. Ungewollt sogar gekontert eigentlich. Ich wollte eigentlich abwehren und habe natürlich wieder Waffe wechseln gedrückt und habe dadurch einen Konter eingesetzt. Kann man natürlich auch machen, ist ja. Ist ja nicht das, was ich wollte, aber. Pferd, komm her. Oder auch nicht, dann rennt mir noch ein Gegner nach, der noch unbedingt sterben will. Ich. Das hat er mir vorher gesagt, ich weiß. Okay, Wutangriff, habe ich nichts dagegen. Der überlebt den Wutangriff auch ziemlich gut. So. Ja, und ein zweiter aber nicht mehr. Wenn er zwei Wutangriffe überlebt hätte, dann hätte mich jetzt stark gewundert. Ah, da kommt noch ein Gegner raus. Muss man jetzt zwar nicht unbedingt besiegen, aber kann man ja mal machen. Er wehrt einfach alles ab. Ja, wenn er es weiter so abblockt, kann das natürlich ein bisschen dauern. Aber das hier kann er nicht abblocken.
Nein, es geht einfach daneben. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Alles klar. Ja, ja, wahrscheinlich und so. Bin ich ganz deiner Meinung. So. Aber mein Wutangriff kommst du jetzt nicht mehr vorbei. So, und jetzt müssen wir wieder auch verwechseln. Und diesmal jetzt wirklich ins Ziel. Obwohl da oben ja noch ein Gegner wäre. Gönn ich mir den. Ich glaube, den gönne ich mir noch. Einfach so, weil hier noch Zeit genug ist. Weil sonst wäre der Part jetzt schon wieder zu Ende, aber den Gegner gönnen wir uns einfach. Sind wir schon wieder kurz vor dem Ziel. Kann man es ruhig noch ein bisschen strecken. Ja, der will noch unbedingt sterben. Willst du dann auch sterben oder wie sehe ich das? So und ja, glaub's auch. Bei ein paar neue Waffen kann man sie natürlich immer gönnen. Also gegen neue Waffen waren noch nie verkehrt. So, jetzt reiten wir ins Ziel. Oder auch nicht. Sind anscheinend noch ein paar Gegner, die was dagegen haben. So wie dieser Hauptmann hier. Und der Hauptmann hier. Na komm. Gibst du? Sehr schön. Okay, achso, muss hier die Leiter hoch. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Nach vorne müsste dann das Ziel sein. Hey. Nicht abhauen hier. Du haust hier bestimmt nicht ab. Aber sicher nicht. Es hätte jetzt sein können, dass wir kurz vorm Verlieren waren, weil der Gegner war jetzt da eigentlich schon fast weg. Puh. Ja, das war's mal wieder mit dem Part, was das Kämpfen betrifft.
Jetzt sehen wir die übliche Story. Und dann, ja, gibt's wieder die Charakterauswahl, in der wir dann entscheiden werden, wen wir im nächsten Part nehmen. Obwohl ich meine, dass diese Story jetzt nicht mehr allzu lange gehen wird. Habe ich schon des Öfteren gesagt, ich weiß. Und ich irre mich jedes Mal wieder. Aber ich hoffe es halt einfach. Da dieses Projekt halt schon. Es zieht sich einfach, sagen wir es so. Es ist halt immer belastend, wenn man schon eine Xbox One hat und jedes Mal 360 wieder umstecken muss, nur um das aufzunehmen. Es ist halt jedes Mal belastend. Aber ja, ich habe gesagt, ich nehme das Projekt, also ich let's play das Spiel. Und das heißt, dass ich es auch let's playen werde. Ja, Zwischensequenz hat mich jetzt gerade unterbrochen. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich hier umstecken muss, weil ich ja jetzt eine Xbox One habe und das 360 und dann habe ich ja jetzt noch ein Projekt Xenoblade Chronicles X, was für Wii U ist. Das heißt, ich muss nicht nur zwischen Xbox 360 und One umstecken, sondern auch noch zu der Wii U und ja. Ich werde mir das dann wahrscheinlich später so einteilen, dass ich immer zwei N64 Projekte am Laufen habe und nur ein Konsolenprojekt, was dann nach Dynasty Warriors nur Xenoblade Chronicles sein wird, also das, was schon rennt, Xenoblade Chronicles, und ich werde nach Dynasty Warriors sehr wahrscheinlich ein N64 Projekt starten. Einfach weil das für mich selbst belastend ist, weil ich die ganze Zeit die Kabel umstecken muss. Aber ja, da haben wir schon die Charakterauswahl. Und da wir Liu Meng und Ling Tong schon hatten, kommt natürlich jetzt Gunning mit seiner Schlangen, mit seinem Schlangenflegel. Ich würde sagen, nehmen die hier. Heilquellen, Heilungsboost, Abwehr und Schnellmerker. Und ja. Mal gucken, ob noch eine Sequenz kommt. Wenn nicht, dann war's das. Ah, es sieht schon, ja. For revenge for both of them. It's no time to be bickering like children. Calm down.
I'm not the one who needs to calm down. Actually, your voice is a little... Yes, yes. What's that? Enemy attack! You go. You've been spotted. All right. We're close enough now. Come on, both of you. Oh, yeah! Fight time! Here we go again. Every time. Nice Sache. Anscheinend geht es hier gleich mitten im Kampf los. Aber das machen wir natürlich erst im nächsten Part. Also bis dann und auf Wiedersehen.